Ja, da ist jemand ein Geist eingesperrt und sie hat gerade gemeint, das ist ein großer Geist. Okay. Nach der Rüstung zu urteilen, scheint der Leichnam einem der gefallenen Regenten des unbeugsamen Landes zu gehören. Seine ungewöhnliche letzte Ruhestätte befindet sich auf einer Plattform, die von einer arkanen Barriere umgeben ist. Es ist nicht ersichtlich, ob dieses Arrangement beabsichtigt war. Hebe die zentrale Plattform an. Summender Schlüsselstein, eine abgewetzte, aber leserliche Glyphe wurde in diese alte, verwitterte Scherbe geritzt. Nehmen wir mal alles mit. Und ich dachte eigentlich, aus den Geisterfallen hier brechen jetzt gleich wieder Geister raus. Der Kristall in dieser Leuchtsäule reagiert nicht auf den Fackelschlüssel von den Altmauern. Oh, hi. Da oben ist Heimtücke. Aber Heimtücke kommt nicht an uns heran. Und ich komme auch nicht da hoch, wenn ich richtig sehe. Jedenfalls noch nicht. Ich habe jetzt nur den Schlüsselstein. Eine kleine Vertiefung befindet sich im Stein. Es sieht so aus, als ob etwas hineinpassen würde. Ja, also erstmal hebe die zentrale Plattform an. Der erste Regent und sein Artefakt können nur erreicht werden, wenn die ihn umgebende Plattform angehoben wird. Untersuche die Umgebung und finde einen Weg, die Plattform in Betrieb zu nehmen. Jo, dafür haben wir ja jetzt unter Questgegenstände müsste das. Ne, das ist Müll. Questgegenstände sind hier. Haben wir hier den summenden Stein. Eine abgewetzte, aber leserliche Glyphe wurde in diese alte, verwitterte Scherbe geritzt. Steine wie diese sind in den Altmauern recht häufig zu finden. Aufpassen Sie als Schlüsselstein in größere Gebilde. Dieser spezielle Stein vibriert sanft, wenn man dagegen schlägt und erzeugt dabei ein unangenehmes Summen. Und das ist eine Art Dreifachpfeil. Das müsste der hier sein. Ein Stück des Bodens ist hier etwas eingelassen, als wäre die Stelle dazu gedacht, einen Gegenstand aufzunehmen. Ja. Damit haben wir auf jeden Fall was verändert. Die Frage ist nur, was haben wir damit verändert? Oh, hier ist ja noch was, was wir benutzen können, sehe ich gerade. Können wir damit die Treppen absenken? Jo. Sehr cool gemacht. Muss ich schon sagen. Hier ist bis jetzt kein Geist oder so drin. Den einzigen, den ich gesehen habe, war da drüben. Hier sind allerdings wieder mehrere solche Spiegeldinger. Deswegen warf ich mal die Truppe ein bisschen. Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich jetzt gleich den Gegenstand rausnehme, kommen da Gegner raus. Ein kleines Podest ragt hier aus der Wand. Oh, die Zeit läuft weiter ab. Es ist gerade groß genug, dass ein kleiner Gegenstand darauf Platz hat. Die Kugel von dem Podest nehmen. Ja. If we get a running start, we could leave an elongated splat. Ja, das habe ich mir gedacht.
Der da muss schnell weg. Also, das ist Beric. Beric, mach mal das auf den. Lyra, du machst das auf den. App, mach mal weiter damit, den zu bombardieren. Get back here. Oh, you're not going anywhere. You're not going anywhere. So, wir sind ein bisschen umrundet, aber gesundheitsmäßig sieht es noch gut aus. So, mal gucken, dass wir den wegkriegen. Ja gut, Lyra kann mit den Hauchs rumspielen. Die Passivheilung auf Lyra. Mehr Schaden auf den. Mach ihn mal genommen, Beric. Ich hau mal mehr Schaden raus. So. Die Explosionen sind halt immer so eine Sache. Und damit ich nicht aus Versehen jetzt auch noch eine Wunde kriege, sollte F mich mal heilen. So. App hat ein Level abgekriegt. Ja, für Magiestab mehr Genauigkeit und mehr Rüstungsabwehr, das ist nicht schlecht. Fürs Erste. So, Fähigkeitspunkt. Bonuswissen und zusätzliche Zauberplätze wären nicht schlecht. Beschwör deine Kugel aus Wasser um den Kopf des Tieres herum, der ihn langsam ertrinken lässt. Das ist auch nicht schlecht. Weil ich hätte gerne... Was war es nochmal? Hier, genau. Erhalte einen Bonus auf allen verursachten Schock- und Frostschaden. Das hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Mal gucken, was könnte ich hier freischalten. Hoher Bonus auf Magieverteidigung. Verleiht einen großen Bonus auf Rüstung. Zusätzliche Zauberplätze für App wären auch nicht schlecht. Aber ich gehe erstmal hier weiter. Beeinträchtigungen auf Apps sind vor kürzerer Dauer. Dann geben wir den Punkt hier rein beim nächsten Mal und machen dann bei Grabeslicht weiter. Jo. Sorry, can't. Gut. Oh, hier liegt noch irgendwo was, ja. Geröllstück. Dieser kleine Stein ist erstaunlich dicht. Er wiegt ungefähr so viel wie ein etwas größerer Stein. Kann ich dich da drin platzieren? Ein kleines Podest ragt. Das Geröllstück platzieren. Jo. Oh. Ein Hauch und Heimtücke. Das wiederum... Das wiederum ist gemein. Deswegen gucken wir, dass wir den Hauch so schnell los wie möglich loswerden.
und die Heimtücke mit allem bombardieren, was wir haben. Jo, einfach weitermachen. Mal gucken, ob wir die Heimtücke anzünden können. Heimtücke hat Frostrüstung, okay. Not a problem. App, heil du dich mal. I'm on it. So, Beric, lenk die Heimtücke mal auf dich. App, blitz sie. Ich einen Herzschuss, um die Rüstung zu ignorieren, die nicht vorhanden ist. Jedenfalls sehe ich keine Rüstung. Nein. Ich halte mal sicherheitshalber F. Das war zu spät mit App heilen. Okay. Heimtücke ist schon mal recht stark. Und produziert zwei Geisteressenz. Gut, damit haben wir noch einen Stein gefunden. Gut, eine Wunde macht nicht so viel aus. Soweit ich das weiß. Verwundet. Minus 5 auf alle Fähigkeiten. Minus 10% Max Gesundheit. Geht ja noch. I'll be your shadow. Have a look here. Dann machen wir noch die Falle weg. Ach ja, und bei App machen wir hier mal das hier raus. Machen mal auf alle Gruppe verteidigen. So. Oder nein, Quick Save. Weil das vergesse ich immer irgendwie. Und dann macht App, was sie will. Oh, Hallo, Freunde. Okay. Da ist ein Weg nach oben. Da drüben kommen wir noch nicht hin. Das heißt erstmal wieder alle aus den Schatten raus. Wieder ein bisschen buffen. So. Gut, dann machen wir gleich mal mehr Schaden. Hey, nobody saw that, right? Will do. Machen gleich mal die Plage weg. So. Ja, ist schön, ein bisschen mehr Kontrolle über App zu haben. Okay, die beiden hat's doch ein bisschen erwischt. Und wetten wir aus dem da brechen... Wow, zwei Plagen raus. Okay, Plagen haben Probleme mit Feuer. Beziehungsweise wir sollten kein Feuer gegen Plagen einsetzen. Hey, nobody saw that, right?
Jo. Will do. Gut, das war die Seite. Ich gehe mir mal auf der anderen Seite noch umgucken, bevor ich hier in ein anderes Gebiet gehe und da liegt Zeug rum, was ich vorher mitnehmen sollte. Ein Granat. Und hier ist sogar was drin. Ah, Heiltränke und eine Rast. Also da ist noch eine Rast. Ein Rastvorrat.